Steinbock-Geborene. Herzlich willkommen zu eurer Liebeslegung für den Monat Juni. Diese Legung ist, wenn deine Sonne, dein Mond, dein Aszendent oder deine Venus im Steinbock ist. Oder wenn du vielleicht an einem Steinbock interessiert bist, sind alle herzlich willkommen. Diese Legung ist außerdem Juni Steinbock in der Liebe. Dieses Video ist außerdem für Paare und Singles gleichermaßen. Du wirst vielleicht etwas spulen müssen, aber am Ende werden die Orakelkarten gelegt, das möchtest du nicht verpassen. So, wir beginnen mit den 5 der Kelchen, gefolgt von den 4 der Kelchen. Der Kelchen. Dann haben wir die 7 der Kelche. Wow, also das ist schon alles sehr emotional hier. Bisher nur Kelchkarten. Gefühle. Gefühle fließen über. Steinbock in der Liebe für den Monat Juni. Gefolgt von dem Mond, dem Tod. Okay. Oh, das ist eine sehr schöne Karte. Das ist relativ neu, das Deck. Deswegen habe ich manche Karten noch nicht gesehen. 7 der Schwerter. 7 der Stäbe. Wir haben schon 3 Siebenen. Also sehr viel Siebener Energie. 5 der Stäbe. 9 der Münzen. 5 zu guter Letzt. Der König der Stäbe. Ich werde mit den Paaren beginnen. Wenn du also Single bist, darfst du gerne etwas vorspulen und zu den Orakelkarten wieder zu uns stoßen. Nein, ihr dürft auch gerne die Single-Legung hören. Die kommt danach. Ich werde mit den Paaren beginnen. Und wir schauen jetzt einfach mal. Okay, mit den 5 der Kelchen und den 4 der Kelchen. Ich würde sogar direkt schon die 7 der Kelche dazu nehmen, weil das so ein Kelchcluster ist. Da sehe ich auf jeden Fall Konflikt, Kummer. Ja, das ist tatsächlich eine sehr eingefahrene Stimmung, in der ihr hier seid, ne? Also ich schaue mir gerade auch, hier sind so kleine, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, wahrscheinlich nicht, aber hier sind aber so kleine Stichpunkte. Auswahl, Instinkt, Leidenschaft, Gegensätze ist das hier. Das sind Sehnsucht, Ernüchterung, Langeweile und das ist Verlust, Verlassenheit, Kummer. Okay, also ja, es ist tatsächlich, also du fühlst dich relativ einsam in deiner Beziehung. Ich weiß nicht, ob da vorher Konflikte stattgefunden haben, aber es fühlt sich sehr kalt an, so als wäre die Beziehung sehr stark erkaltet. Auch die Mondkarte, also der Mond ist, ja, ich finde den vom Vibe her immer relativ kühl. Natürlich, der Mond ist ja auch, also wenn ich einfach an Mondlicht denke, das ist zwar hell, aber doch sehr kalt. Ne? Das ist so kaltes, bläuliches Licht. Und also vom Vibe her, wenn der Mond kommt, das ist immer irgendwie eine leicht kühle, unterkühlte Karte. Es kann halt auch Ängste widerspiegeln und die Tiefen der Seele. Und ich glaube, dass du dich tatsächlich zur ersten Hälfte des Monats sehr stark damit auseinandersetzt, ob deine Gefühle für deinen Partner, ob die noch da sind, ob da Gefühle von Seiten deines Partners da sind, ob ja, ob hier noch etwas zu retten ist, soll man hier investieren weiterhin oder nicht.
Und ja, also es ist jetzt tatsächlich sehr gefühlvoll am Anfang. Ja, also der Mond ist ja ein Repräsentant für das Sternzeichen Fische, was sehr generell sehr gerne als extrem emotional dargestellt wird. Und das mag auch so sein. Aber der Mond ist jetzt nicht unbedingt sehr fischetypisch, finde ich persönlich, weil der Mond eben auch stark Ängste und Dunkelheit. Ich finde, der Skorpion ist sehr viel näher am Mond als Fisch. Aber gut, das ist halt traditionell so. Und also eben, es ist tatsächlich hier eine Ängstebewältigung, es ist eine Abwägung, es ist, sind erkaltete Gefühle und du überlegst und versuchst in dich zu gehen, ob das überhaupt hier noch Sinn macht. Also wie es im Moment ist, so kann es ja einfach nicht weitergehen. Ne? Also dass man so aneinander vorbeilebt, dass man sich denkt, vielleicht sind es halt auch tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, du bereust vielleicht, dass du nicht jemand anderes gewählt hast. Vielleicht hattest du, als du in diese Beziehung eingegangen bist, vielleicht hattest du mehrere Verehrer und ja, und jetzt bereust du, dass du halt niemand anderen gewählt hast, ne? Dass diese Person, die du gewählt hast und du, dass ihr jetzt in einer lieblosen Partnerschaft lebt und ja, du siehst halt einfach ein, das kann so nicht weitergehen, ne? Und wir haben hier halt auch Mitte des Monats haben wir den Tod. Das ist eine sehr schöne Karte dafür. Denn das bedeutet Neuanfänge, Transformation, Wiederbeginn, Wandel. Also eben, der Tod ist ein Ende. Das kann tatsächlich das Ende einer Beziehung bedeuten. Also, wenn du dich hier wiederfindest, dann könnte es sein, dass hier tatsächlich eine Beziehung beendet wird von dir. Denn ja, das kann halt dazu führen, dass die Seelenforschung zu dem Ergebnis kommt, es macht keinen Sinn mehr, hier weiter zu investieren. Ja? Und Tod ist halt ein Ende, aber auch gleichzeitig ein Neubeginn. Ne? Also wir transformieren, wir sterben und ja, neues Leben kommt. Auch wir transformieren aus. Ne, es gibt nicht umsonst dieses Asche zu Asche. So, ne? Wir werden zu Kohlenstoff wieder und aus Kohlenstoff werden neue Dinge geformt. Und von daher ist dies halt ein Ende, aber mit einem Neubeginn. Wir haben dann die 7 der Schwerte. Es kann natürlich dann wirklich so eine Auseinandersetzung folgen. Ne? Also wenn du beschließt, es kann so einfach nicht weitergehen, dann kann das halt wirklich sein, dass von deinem Partner oder von deinem Ex-Partner. Also es kann halt sein, dass du sagst, okay, es ist tatsächlich wert. Ne? Also es kann sein, dass du hier die Beziehung beendest. Es kann aber auch sein, dass du sagst, es ist wert. Ne? Die Gefühle sind noch da, sie sind nur verschüttet. Oder wir können das retten. Auch das wird aber wahrscheinlich auf Widerstand bei deinem Partner stoßen. Darauf musst du eingestellt sein. Und ich sehe tatsächlich eher, dass aus dieser Situation eine Trennung folgt. Aber es kann, wie gesagt, auch eine Transformation der Beziehung sein. Ja? Aber mit den 7 der Schwerter, mit den 7 der Stäbe und den 5 der Stäben hier, also ist für mich ganz klar, dass da auf jeden Fall Widerstand kommt. Also dein Partner oder dein Ex-Partner versucht, die Beziehung zu kitten, aber auch nicht auf so eine gute Art, so dass man sagt, lass uns drüber reden, sondern er vielleicht versucht, dein Partner das so klein zu reden, versucht dich anzugreifen, versucht ja Zweifel in dir zu sehen, weil also wirklich jede einzelne Karte ist tatsächlich so eine, ja, ist halt eine Karte, dass man unter Beschuss steht oder dass man, ne, hier mit den 7 der Schwerter, dass man versucht wird, ja, zu bestohlen zu werden oder ähnliches. Also ich denke, dass da tatsächlich Widerstand folgt. Aber lass dich davon nicht beirren, denn am Ende kommt hier die 9 der Münzen. Und das ist halt die Karte des Singletums. Ja? Also die 9 der Münzen, die Königin oder die
was auch immer, die Adlige, die hier dargestellt ist, die hat alles aus eigener Kraft sich erarbeitet. Der Garten, in dem sie steht, ja. Wenn sie hat jetzt eine Taube, glaube ich. Ich glaube, es soll eine Taube darstellen, auf dem Arm. Aber in, ja, auf dem Rider-Waite ist es natürlich ein Falke, also ein Jagdtier, ne? Das ist Adelstand, die haben Falken. Und, aber das ist eigene Kraft. Die Königin ist ja, autark. Und ja, dadurch wird sie halt oft auch mit Single-Sein in Verbindung gebracht. Also es kann sehr wohl sein, dass du dann ja, alleine bist, Ende des Monats, nicht mehr in einer Beziehung. Das ist tatsächlich relativ wahrscheinlich hier. Solltest du doch versuchen, mit deinem Partner zu arbeiten, wird das, wie gesagt, es wird schwierig, aber es kann halt auch Früchte tragen. Ne? Du musst nur sehr stark in deiner eigenen Energie bleiben und auch mit deiner Mann. Du darfst dich hier nicht unterkriegen lassen. Also du musst tatsächlich wirklich fest und firm dagegen anstinken, sozusagen, und dich nicht abbringen lassen von deiner Meinung und auch fest sagen, das muss sich etwas ändern, ansonsten hat es keinen Sinn. Ansonsten werde ich nicht hier bleiben. Ja? Und dann mit dem König der Stäbe, das kann halt tatsächlich sein, dass dein Partner sich entschließt, doch ja, aufzuleveln und zu sagen, in Ordnung, ich arbeite an mir als König der Stäbe. Ja. Der König der Stäbe ist ja auch eine sehr starke Persönlichkeit, sehr attraktiv und selbstbewusst und aktiv. Ja, also von daher kann es durchaus sein, wenn du in dieser Energie bleibst, ja, also der Neun der Münzen, dass dein Partner dann sagt, okay, ne, hier, die Stichworte sind auch Ehre, Ansprüche, Weisheit. Also, dass dann hier ein Sinneswandel stattfindet. Es kann aber natürlich auch sein, dass du hier, ne, falls du dich trennst, dass hier jemand tatsächlich sofort auf der Matte stünde, der quasi sich anbieten würde, als König der Stäbe an deiner Seite zu stehen. Ja, also, das ist doch ein, ja, das ist ein sehr harter Monat. Das tut mir leid, aber ich kann nur das lesen, was die Karten mir sagen. Wenn das nicht für dich zutrifft, kein Problem. Manchmal passiert das, dass, ja, dass die stärkste Energie einfach wiedergegeben wird. Das ist halt keine Privatlegung. Okay, dann gehen wir jetzt weiter zu den Singles und ich hoffe, ich sehe dich später wieder bei den Orakelkarten. Die können neue Impulse geben. So, liebe Singles, wir sind jetzt bei euch angelangt. So, mit den 5 der Kelche, 4 der Kelche und 7 der Kelche. Ich würde sogar schon fast sagen, der Mond. Das ist auch bei dir, ähnlich wie beim Paar, ist das, ja, das ist ein sehr, ich sag mal, gefühlvoller Beginn des Monats. Es kann sein, dass eben die Eklipse am 16. Mai, dass die deine Gefühlswelt sehr stark durcheinander geworfen hat. Ich weiß gerade nicht, ich bin Astrologie nicht ganz so hundertprozentig bewandert, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Steinbock jetzt so extrem davon beeinträchtigt wurde, aber es kann halt auch sein, dass du vielleicht Skorpion in irgendeinem Aspekt hast, wie Mond oder Aszendent oder so, der dich da auch stark beeinträchtigt. Ansonsten hat uns alle beeinträchtigt. Das war schon eine hammerharte Mondfinsternis. Also es kann sein, dass du hier so ein Gefühlschaos hast, ne? Dass du jetzt wirklich sehr unzufrieden bist, sehr unglücklich mit deiner Situation, mit vielleicht dem Angebot der potenziellen Partner, was dir so begegnet, dass du sagst, ne, egal was ich hier, also aus welchem Kelch ich wählen kann, die sind alle nichts für mich. Ne? Und dass du jetzt hier vielleicht sogar schon anfängst, ja, Angst zu bekommen, von wegen, wird das überhaupt irgendwann mal sich ändern? Ne? Also das ist wirklich so eine sehr
Ja, eine ziemlich dunkle Energie. Das kann halt, wie gesagt, von der Eklipse hervorgerufen sein, weil die etwas in uns auslöst und quasi so einen Stein ins Rollen bringt. Ne? Dass du jetzt quasi dich auch betrachten musst und sagen, ist das hier alles gut, wie es ist? Ne? Dann haben wir den Tod. Das ist natürlich Transformation, das ist ein Ende von etwas und ein Neubeginn von etwas anderem. Der Tod, da braucht man nie Angst vor zu haben. Der Tod ist eine sehr positive Karte. Und ja, wie gesagt, es kann manchmal halt ein wenig schmerzhaft sein, wenn man nicht loslassen kann. Aber ja, ansonsten, es blüht uns dann ja ein Neubeginn. Von daher hat sie immer etwas Bittersüßes, ja. Und wir haben dann direkt danach die 7 der Schwerter. Also es kann halt sein, dass dir auch hier, ähnlich wie bei den Paaren, dass dir hier so eine Opposition entgegenschlägt, ja. Dass du plötzlich von potenziellen Partnern negativ angegangen wirst, dass du beispielsweise also dich entscheidest, vielleicht hast du ja tatsächlich ein paar Menschen, die dich hier daten wollen oder so, dass du dich entscheidest, nee, ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf alle. Die sind alle nicht mein Stil, die sind alle nicht meine Liga, ich möchte gar nichts mit denen zu tun haben. Und dass dann plötzlich hier du dich verteidigen musst, also du in einer Situation bist, in der du dich rechtfertigen musst, indem man versucht, dich anzugreifen oder dich, ja, dein Selbstbewusstsein kaputt zu machen. Denn ich glaube tatsächlich, dass dieser Monat dazu da ist, dein Selbstbewusstsein zu stärken. Auch hier ist jetzt eher Single-Dasein noch angesagt. Ich weiß, das wollen wir alle nicht hören. Aber ich glaube, dass der Juni einfach wirklich, übrigens piept mein Ohr gerade, also da war jetzt irgendwas, was ich gesagt habe, was wichtig war für dich. Die 9 der Münzen, also ich sehe dich halt einfach hier hervorkommen am Ende des Monats und einer ganz anderen Energie, ja. Also ich glaube, das soll halt einfach deine Energie transformieren, dass du bereit bist für einen Partner, wenn du das denn willst. Aber ich denke ja, weil du dich wirklich, also es fühlt sich so an, als wärst du hier sehr eingefahren und negativ unterwegs. Und das soll geändert werden, ja. Also es kann halt auch sein, dass du dich hier durchsetzen musst, dass bei diesen ganzen Leuten, die dich jetzt plötzlich angreifen, aber das stärkt dein Selbstbewusstsein, weil du einfach in deiner Energie du dich erhebst und durch diese gehobene Energie ziehst du wieder ganz andere Leute an. Das kann sogar sein, dass du Ende des Monats dann schon jemanden triffst, der ein König ist und eben kein Page oder keine 4 der Kelche oder so, sondern das ist ein König. Das ist tatsächlich ein begehrenswerter Partner. Ne? Aber eben, du musst halt erstmal ein bisschen durch die Feuertaufe. Jemand schrieb, also ich hatte was gepostet auf meinem englischen Kanal, und zwar war ja Freitag der 13., dann ist der Merkur rückläufig und dann hatten wir noch die Blutmond-Eklipse. Und dann schrieb einer, ja, das Universum macht gerne Feuertaufe. Ne? Und so fühlt sich das auch an. Ich hatte auch tatsächlich ein paar, die ich jetzt schon gelegt habe heute. Ich weiß nicht, wer es jetzt war. Ich glaube, es war Skorpion. Sehr ähnliche Energie. Ne? Also das ist dazu da, dich zu erheben, aber im Moment ja, musst du da noch so ein bisschen durch die Feuertaufe durch. Ne? Also wie gesagt, Ende des Monats, Juni, sehe ich hier, du bist auf einem ganz anderen Level. Wenn wir uns hier den Anfang angucken, ne, bist du ein Trauerkloß. Du bist hier so ein Klöpschen Elend und alles ist furchtbar. Und dann guck dir das Ende bitte an. Du bist die 9 der Münzen, die Königin, die sich alles selber aufgebaut hat, die alleine fest in ihrer Energie steht und selbstbewusst ihr Reich verteidigt. Und das ist schon ein ganz anderes Match, ne? Wenn du hier die 4 der Kelche mit dem König der Stäbe, das passt ja gar nicht. Aber die 9 der Münzen und König der Stäbe, das ist ein energetisches Match, ne? Also, halte durch. Ich weiß, das ist, tatsächlich wird es ein paar Konflikte geben, aber das stärkt dich. Das soll dir zeigen, wie du in deiner Energie wachsen kannst. Und das schaffst du auch Ende des Monats. Von daher,
Also super Energie, finde ich. Ich weiß, es klingt erstmal nicht so, aber wenn wir so eine Energie haben und zum Ende kommen die guten Karten, das ist immer gut. Wir wollen nicht das Umgekehrte, aber das gibt es halt manchmal auch, ne? So, ich werde jetzt euch, jetzt kommen wir zu den Orakelkarten. Das ist auch wieder für beide, für Singles und für Paare. Und wir haben Wandel, auf jeden Fall. Wir haben ja hier die Tod, die Karte der Tod. Und das ist einfach Wandel. Es wird sich hier im Laufe des Monats etwas für dich verändern. Und das wird sich zum Positiven verändern. Es wird dich auch zum Positiven verändern. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Eben, du kommst einfach aus dieser wahnsinnig negativen Energie heraus. Das will ja keiner. So, und dann haben wir hier Geheimnisse. Okay, vielleicht wird dir hier ein Geheimnis offenbart. Vielleicht über dich selbst, vielleicht aber auch über das Leben, vielleicht aber auch über deinen Partner, je nachdem. Und also das kann natürlich so eine, ja, so eine Energie sein, die fast magisch ist. Ich weiß auch nicht. Ich hatte gerade so tatsächlich so ein sehr magisches Erleben, dass du vielleicht dich hier anschaust, ne, mit Geheimnis und dich hier anschaust und dachtest und denkst, das war jetzt in mir die ganze Zeit. Wieso habe ich das nicht gesehen? Ich wusste nicht, das Geheimnis war, dass ich so bin, ne, dass ich so sein kann. Ich habe mich immer so gesehen oder so oder so oder der Mond. Aber ich bin eigentlich die 9 der Münzen. Das wird dir offenbart. Dann haben wir hier Leidenschaft. Das kann tatsächlich hier Ende des Monats, ne? Der König der Stäbe steht ja auch für Leidenschaft. Steht für, ja, ne? Der hat ja auch einen langen Stock. Und das ist kein Phallus-Symbol aus Spaß oder aus Versehen, sondern das ist tatsächlich auch ein Phallus-Symbol. Also männliche Energie, auch männliche sexuelle Energie, ja. Also das kann durchaus sein, dass Ende des Monats, egal ob Single oder Paar, dass hier auch wieder die Leidenschaft entfacht wird, einfach weil du dich auf die neue Energie, also dieses neue Level der Energie begibst. Und der andere dann quasi auf dein Niveau kommen muss. Und dann kann auch wieder was Neues, ein neuer Funke entstehen, eine neue Leidenschaft. So, und zu guter Letzt ziehe ich jetzt noch ein paar Liebesbotschaften, um die Legung abzuschließen. Die Liebeslegungen sind immer schon ein bisschen länger. Liebesbotschaften für den Steinbock für den Monat Juni bitte noch. Na, fast wäre es rausgekommen. So, wir haben göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Wandel, der Tod. Das, also wie gesagt, du machst das, du machst die Energie. Natürlich hast du Unterstützung, göttliche Unterstützung, aber du bist die treibende Kraft hier, ja? Du wirst sehen, dass du das, was eigentlich, ich glaube, du wirst sehr überrascht sein, was du Ende des Monats plötzlich aus dir machst. Und dann haben wir noch Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Sehr schön, besonders für die Singles. Oder einen frischen Singles, wer weiß. Das war vielleicht einfach nicht dein Seelenpartner, ja? Aber der kommt, sobald du hier in dieser Energie bist. Und wenn du Single bist, sowieso. Dein Seelenpartner ist fast da. Du musst, ja, vielleicht nur noch die nächste Ecke umschiffen oder das nächste Hindernis und dann kann er schon vor der Tür stehen. Alles klar. Ich danke dir, lieber Steinbock, dass du dabei warst, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Allerspätestens in der Liebeslegung für den Monat Juli oder der Tarotlegung, der allgemeinen Tarotlegung für den Monat Juli. Ich hoffe, bis bald. Ciao.